und wir können weitergehen. Okay, mit einmal ist es taghell oder was? Ach nee, das Licht, das dröhnt hier extrem rein. Oh, was? Wow, schau dir mal diesen Ort hier an. Ja, das sieht scheiße aus, ganz ehrlich. Das ist so Steampunk-mäßig alles, ne? So. Komm mal her, Chap, ich zeig dir mal was. Achso. Der Aufzug da hinten ist, glaube ich, der ist wichtig. Ich weiß, dass wir nach oben müssen. Aber warte mal, was ist eigentlich unsere Intention? Wir haben jetzt den Roboter bekommen, aber wo will jetzt er hin? Was ist denn unsere Aufgabe an sich? Wir folgen jetzt dem Roboter. Klar, der sagt, wir müssen nach oben. Ja, aber hä? Egal, er weiß, dass wir nach oben müssen. Let's do this. Also gehen wir erstmal nach unten. Ey, die haben so viel Design. Guckt euch das. Hier ist ja alles ekelhaft. Guckt das mal an. Wie verranzt das ist. Totenstadt, Alter. Okay, das ist richtig abartig alles. Der Sinn wird hoffentlich noch erkenntlich. Das hoffe ich auch. So, Chef. Was ist nu? Ich gehe mal weiter, ne? Oh. Warte. Ich erinnere mich. Die Außenwelt. Es fühlt sich an, als wäre ich schon einmal dort gewesen. Ist das der Ort, von dem du kommst? Ich habe jemandem versprochen, dass ich dorthin gehen würde. Nur wem? Hey, du bist ein Roboter. Wem soll der irgendwas versprechen? Diese Postkarte, das Mauerbild, wurde nach ihr gemalt. Lass uns das mitnehmen. Na, natürlich. Chap, ich habe eine Idee. Digitalisier das doch. Perfekt. Neuer Gegenstand. Warum habe ich diese Erinnerung? Woher kommen sie? Also die Postkarte ist dasselbe wie das Bild hier auf der Wand. Lass uns weitergehen. Let's do. Dies. Warte mal. Neue Erinnerung. Wir müssen zu diesem großen Aufzug, richtig? Keine Ahnung. Das scheint ein guter Weg nach draußen zu sein. Wenn du das sagst. So, jetzt lass mich mal bitte die Postkarte angucken. Kann man die irgendwie... Guck mal, da hinten steht doch noch was drauf. Da steht nämlich... Keine Ahnung. Wir können das B12 zeigen. Gegenstand drehen, Gegenstand wechseln. Wir zeigen das mal B12. Die Außenwelt. Ach so, scheiße. So, wir gehen zu dem großen Aufzug dort. Ich habe den übrigens noch nicht einmal gesehen. Ehrlich bin. Wow, das war aber ein krasser Sprung. Dass die Katze das überlebt hat. Aber hier sieht es irgendwie schon langsam ein bisschen normaler aus. So, Chap. Da war einer. Chap, hast du gegebenenfalls irgendeine Waffe, mit der wir uns wehren können? Wir sind voll dabei. Die sind schon ein bisschen ekelhaft. Oh, guckt mal. Das ist so süß, oder? Ist schon süß. Okay. Also hier leben tatsächlich irgendwie bloß Roboter in der ganzen Kacke hier. Die Slums. Ist ja jetzt gut? Du, ich tu dir nicht. Oh oh. Ich glaube, das war nicht so geil. Ey, wir sind doch nur eine Katze. Warum schlagen die Alarm? Lol. Das ist so cool. Okay. Einfach Alarmstufe rot. Wir haben hier einfach Alarmstufe rot. Ist das irgendwie so ein Ding, dass Technik irgendwie absolut unaffin gegenüber Katzen ist? Wegen Katzenhaare? Oder warum haben die... Okay, der Stamm ist Häuptling oder der Stamm ist Krieger, der bleibt draußen.
Er wird sich der Gefahr stellen. Aber wird er es überleben oder wird die Katze gewinnen? Wir wissen es noch nicht. Kann das Chap nicht übernehmen? Treffen. Treffen. Ich würde ihn gerne angreifen. Ja, genau. Sie scheinen ihre eigene Sprache zu haben. Oh nein, er versteht sie nicht, Alter. Du bist kein Zurk. Wir sind mit deiner Art nicht vertraut. Du bist in unserem Dorf willkommen, solange du niemanden frisst. Als könnten wir. Dafür habe ich die Zähne gar nicht. Okay, die sind nett. Alarm wird wahrscheinlich aufgehoben. Das heißt, wir können uns hier frei bewegen. Ich habe ganz viele Freunde gefunden. Aber spielt das jetzt in der richtigen Menschenwelt? Nur, dass wir in einem Teil gekommen sind, der halt so ein bisschen korrumpiert ist, der, ich kann es gar nicht beschreiben. Und somit ist alles... Jetzt können wir die alle essen. Jetzt, wo sie wieder alle rausgekommen sind, wir haben unsere List geschluckt, jetzt können wir die alle fressen. Geil, Digga. Wir können nochmal mit dem Wächter sprechen, keine Ahnung, ob das was bringt. Du siehst verloren aus, was brauchst du? Achso, warte mal. Gegenstand zeigen. Achso. Gegenstand zeigen. Oh, ein Bild von der Außenwelt. Lächerlich. Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Jeder weiß, dass es unmöglich ist, diesen Ort zu verlassen. Naja, außer den Außenweltlern. Aber die sind jetzt alle weg, außer Momo. Du kannst versuchen, mit ihm zu reden, wenn du willst, aber er hat es aufgegeben, hier rauszukommen. Das ist auch besser so. Wohnt hoch oben in den Gebäuden. Mit den orangenfarbenen Neonschild. Ja, okay. Dann lass mal Momo besuchen gehen. Ist Momo nicht so eine Horrorfigur? Wir haben Chap verloren. Zögere nicht, mich jederzeit zu rufen. Ich bin hier, um zu helfen. Alles klar. Der Wächter hat uns gesagt... Oh nein. Der Wächter hat uns gesagt, wir sollen mit Momo oben im großen Gebäude mit dem orangenfarbenen Neonschild sprechen. Er ist die einzige Spur, die wir haben, um hier rauszukommen. Danke, Chap. Ist das da Momo? Oh, das ist kein Außenwäldler. Okay, lol. Ah, da müssen wir hoch, okay. Angie auch noch am Schlüssel. Wie geht's dir? So saucool gemacht. Also es ist an sich jetzt optisch und von der Atmosphäre ein wunderschönes Spiel. Lass Vapora bitte in Ruhe. Sie ist so tollpatschig. Ich würde gerne die Farbe wieder runterschmeißen. Ist doch das, was Katzen machen, oder nicht? Okay, da rüber und da. Alter, aber die Katze hat schon Mut, ne? Gut, bisschen gestresst wegen Maya. Ja, das ist ja normal. Da musst du jetzt aber auch durch, Angie. Aber das machen wir doch gerne. Vapora. Vorsicht, ich muss mich konzentrieren. Ich will nicht noch einen Eimer fallen lassen. Und? Moment. Was ist denn da so schlimm dran? Oh, der ist sauer. Der ist richtig sauer.
Hä, aber ganz ehrlich, der Boden ist jetzt extrem weiß. Das sieht viel besser aus als das, was vorher war. Ups. Weiß sieht geil aus. Weiß ist edel. Ganz ehrlich. Wir haben es auf jeden Fall nicht verschlimmert. Sie baut an ihrem Nest. Machen Hunde, bauen sich Hunde auch ein Nest, ja? So, warte mal, ich muss da rüberkommen irgendwie. Oh, wir können schlafen, Leute. Wir können. Oh, wie süß ist das denn? Wir liegen in einer Cyberpunk, Steampunk-Welt mit einer von uns gesteuerten Katze auf einer Matratze und schlafen. Geil. So, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder bei. Ja, cool. Können wir auf jeden Fall wieder weiterlaufen. Wir sind gestärkt. Ein bisschen Essen wäre nicht schlecht. Ne, ist 20 Decken gesammelt. Ja, sowas muss es ja anscheinend sein. So, wir sind schon mal hier. Das Spiel fast durchgespielt, Leute. Kann ich nichts sagen, aber sind so gut wie da. Das ist doch kein Außenweltler. Momo ist einfach auch ein Roboter. Oder ist der alte Mann da im Hintergrund Momo? Yeah. Alright. Übersetzen. Gerne. Da steht Außenweltler. Also er ist wirklich ein Außenweltler. Was für ein. Ah, wir haben das Radio gewechselt. Wir haben den Sender gewechselt, Leute. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass Momo seinen Kühlschrank hat offen stehen lassen, weil in der Regel halten die Sachen länger, wenn die Kühlschranktür zu ist. Ist auch wahrscheinlich auch ein bisschen energiesparender. Aber gut, das mal zweitens, ne? Komm, wir quatschen mal mit ihm. Das wird niemals funktionieren. Warum habe ich sie gehen lassen? Ich bin jetzt ganz alleine. Hey. Du. Was willst denn du? Achso, Gegenstand zeigen? Nee, oh nein. Weiter. Gegenstand zeigen. Gegenstand zeigen. Ist das ein Bild von der Außenwelt? Willst du dorthin gehen? Mach dir nicht die Mühe. Es ist Zeitverschwendung. Es wird dir nur Einsamkeit und Verzweiflung bringen. Meine Freunde hatten diesen Traum auch. Aber jetzt sind sie weg und ich bin ganz alleine. Ja klar, die sind jetzt alle da draußen und du bist jetzt... Ah, du bist ja eigentlich noch nicht mal alleine, weil... Hä? Du hast ja ein ganzes Dorf, oder? Ich weiß nicht, wo sie gelandet sind. Ich habe versucht, sie zu kontaktieren. Aber dieser verfickte Sendeempfänger funktioniert nicht. Meine Freunde und ich haben zu unserer Recherche über die Außenwelt Notizen gemacht. Hier, nimm meine, wenn du sie, wenn du wirklich nach draußen willst. Dann Gegenstand halten. Das sind die Recherchen, die... Wow, Momo, ich kann dir gar nicht stark genug dafür danken, dass du mir quasi die Gebrauchsanweisung für... Dass du mir das da gegeben hast. Geil. Du bist ja auf dich alleine gestellt. Ich bin fertig mit der Außenwelt. Viel Glück. Momo scheint sehr traurig zu sein. Er vermisst seine Freunde. Lass mich einen Blick auf die Notizen werfen, die er uns gegeben hat. Das Manifest der Außenweltler. Wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Wir müssen unsere Brüder und Schwestern schützen. Wir müssen uns von den Zirks fernhalten. Sind die Zirks die kleinen ekelhaften Viecher? Es ist unterschrieben mit Clementine Balthasar, Doc und Momo. Es sieht so aus, als ob Momos Name später hinzugefügt wurde. Ich denke, wir sollten die anderen Notizbücher finden. Ich glaube, der gehört gar nicht zur Außenwelt und hat seinen einfach nur hinzugefügt, weil er gerne dazugehören möchte. So, das war jetzt Notizbuch 1 von... Ach, guck mal da.
eins von vier merken. Back to home. Oh, wieder zu Hause 2. Ich erinnere mich an dieses Videospiel. Wieder zu Hause 2, gibt's das wirklich? Das wäre strong. Es wurde kurz nach meiner Erschaffung herausgebracht. Ich glaube, ich kann mich kaum noch dran erinnern. Kannst du dich jetzt kaum noch dran erinnern? Oder nicht? Der Wissenschaftler und ich haben viel Zeit damit verbracht, es zu spielen. Es hat Spaß gemacht. Es fehlt mir ein wenig. Warum kann ich mich nicht an seinen Namen erinnern? Momo. Okay, wir haben eine weitere Erinnerung. Wo ist denn der Rest? Wir haben jetzt mittendrin Erinnerungen bekommen. Und sonst ist hier nichts. Wir sollen weiter Notizen finden, aber ich bin ehrlich. Sollen die jetzt hier sein oder sind die... Sind die in seiner Wohnung? Dass wir nicht der Hoze dieser asiatischen Glückskatze da springen können, ne? Was? Ja, aber wo hat denn jetzt den Rest? Warum gibt er es uns nicht einfach? Oh, guck mal, hier Y. Hier ist irgendwas. Neugier ist... Oh nein! Meine Steuerung ist invertiert, Leute. Vor ist zurück, zurück ist vor, links ist rechts und rechts ist... Ah, okay, gut. Das ist witzig. Das war echt witzig. Was haben wir da? Oh, wie süß. Wie süß. Hilft uns aber tatsächlich alles nicht weiter, ne? Ich mach mal ein bisschen Tapete ab hier. Vielleicht ist ja irgendwas hinter der Wand begraben. Ich glaube hier... Ich merke nämlich, wie es ein bisschen hohl dahinter ist. Ist jetzt durch. Ich bin ein Loch dahinter. Schisseminisse. Kann ich den Radiosender nochmal umstellen? Ja, also falls er hier jetzt eine Notiz... Ach da, übersetzen, guck mal da. Die Stadt hat eine zylindrische Form mit dem Durchmesser von etwa 450 Meter. Es gibt eine Ebene über der unsrigen. Die Stadt scheint eine Kuppel zu haben, wenn ich meinen Büchern glaube, liegt dahinter ein großer blauer Himmel verborgen. Ah, okay. Also ist das eine künstliche, das ist quasi wie so ein Biotop, ne? Mitten auf der Welt. Okay, hier können wir anscheinend auch noch kratzen. Das bringt gar nichts, dieses Kratzen. Da ist auch noch was. Moment. Erde. Die Erde ist, ist der dritte Planet von der Sonne. Und hinsichtlich Masse und Durchmesser der fünf Größe im Sonnensystem. Bis heute ist sie einzig, ist sie das einzige Himmelsobjekt, das bekanntlich Leben beherbergt. Laut radiometrischer Datierung ist die Erde 4,54 Milliarden Jahre alt. Sie hat einen einzigen natürlichen Satelliten. Einen einzigen natürlichen Satelliten. Den Mond, der kurz danach entstanden ist. Die Gravitationswechselwirkung mit dem Mond erzeugt die Gezeiten, stabilisiert die Drehachse der Erde und verringert alle allmählich ihre Drehgeschwindigkeit. Ja, das weiß ich nicht. Das dauert aber noch endlose Jahrzehnte, bis da mal wirklich... Lol, warte mal, das stand mitspielen, oder? Oh ne, mit ihm sprechen. Hä, aber wo finden wir denn jetzt? Was ist meine Mission nochmal? Was ist jetzt meine Mission? Ich spreche nochmal mit ihm. Hey, kleine Katze, suchst du immer noch nach diesen nutzlosen Notizbüchern? Gegenstand zeigen.
Ja. Ist das Notizbuch, das Momo uns gegeben hat? Hier steht, dass das Manifest aus. Okay, da, da. Momos Name wurde hinzugefügt. Hä, was sollen wir jetzt machen? Also ich bin meines Erachtens nach hier komplett fertig, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir können jetzt hier wieder rausgehen. Aber wir sollen doch noch weitere Notizen finden. Die sind dann wahrscheinlich nicht hier drin, oder was? Na gut, dann gehen wir wieder raus.